Hier ist wieder Testmittel von YouTube und heute stelle ich euch mal 12 Playmobil-Figuren vor und zwar aus der Serie 8. So. Hier sind sie und die habe ich mir im Toys R Us alle gekauft. Und zwar gibt es ja das Problem, man weiß ja nicht, was drin ist in den einzelnen Päckchen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt versuchst du mal die Figuren durch Ertasten zu erkennen. Und das sind jetzt 12 Päckchen gewesen für 12 Figuren. Und ich hoffe mal, in jedem Päckchen ist die Figur drin, die ich ertastet habe. Und das schauen wir uns jetzt mal im Video an. Wollte ich nur mal ganz kurz zeigen, hier auf Amazon kann man die einzelnen Päckle natürlich bestellen. Das ist jetzt die Playmobil Figuren Serie 8 für die Boys, also für die Buben. Es gibt noch eine für die Mädels und die kosten, also da jetzt 1,99 €. Kauft sie euch irgendwo im Laden hier, Toys R Us, Metro, Selcross, da kriegt ihr die für um die €1,70 € das Päckchen. Ist halt günstiger und wenn ihr das Video gesehen habt, könnt ihr die ganzen ertasten und kauft sie dann nicht doppelt. Hier sind wir mal kurz auf der Playmobil-Seite und zwar, da seht ihr dann, die Figuren Serie 8 ist am 6. März 2015 erschienen und die neue, die 9er Serie, die kommt am 10. Juli 2015, also ich denke mal, die werde ich dann euch auch vorstellen. Und ich habe so gemacht, ich habe mir den Playmobil-Katalog für 2015 geschnappt und wenn ihr den mal aufschlagt, seht ihr hier auf der zweiten Seite die Minifiguren aus der Serie 8, einmal für die Buben und einmal für die Mädels. Ja, und die für die Buben habe ich mir dann etwas genauer mal angeschaut und dabei festgestellt, dass man die Teile eigentlich super einfach ertasten kann. Nehmen wir mal zum Beispiel den Polizisten. Das ist mit die einfachste Figur, weil ihr habt hier die Polizeikelle, die ist rund und hat hier so einen Griff dran. Ja, und das kann man dann super einfach in der Verpackung ertasten. Oder hier die zwei verschiedenen Ritter anhand der Schilder. Müsst aber aufpassen, wir haben noch einen weiteren Ritter und da müsst ihr halt vergleichen, der hat ein Schwert und der hat jetzt hier so eine Lanze. Ja, und das will ich jetzt mal im Video zeigen. Ja, neben der Figur ist in jedem Set noch so eine kleine Aufbauanleitung mit dabei. Da seht ihr erstmal hier die ganzen Figuren und hier unten bekommt ihr dann erklärt, wie ihr diese zusammenzubauen hat. Da sind aber nicht diese, ich sag mal, Zusatzteile mit aufgeführt. Da müsst ihr euch so mal ein bisschen Gedanken machen, was als erstes wo hinkommt. Ja, und hier seht ihr, die Figuren kann man auch noch prima dann kombinieren. Aus den vier könnt ihr zum Beispiel dann eine ganz andere euch zusammenstecken. So, und in diesem Päckchen hier sollte der Polizist drin sein. Ich habe mir das dann immer so im Geschäft hier drauf geschrieben. Am einfachsten ist es, wenn nicht so viel Luft in den Verpackungen drin ist, dann kann man das Ganze besser ertasten. So, Polizist hat eine Polizeikelle. Und wenn ihr jetzt mal hier seht, das ist rund, das seht ihr jetzt hier in der Form. Und ihr habt hier noch so einen Stiel dran. So, das kann man prima ertasten. Also, sollte hier jetzt, wenn ich mich nicht geirrt habe, jawohl, der Polizist drin sein. Und da ist die Polizeikelle. Also möchtet ihr den Polizisten ertasten, müsst ihr nach der Kelle suchen. Jetzt kommen wir zum Fischer. Das wäre der hier. Das ist auch sehr einfach. Der hat hier nämlich so einen Eimer. Und in dem Eimer ist ein Griff dran und den kann man prima ertasten. So, und der Eimer, der ist jetzt hier oben in der Mitte. Und hier könnt ihr schon den Griff ertasten. Der ist jetzt genau hier, wo mein Daumen ist. Und den könnt ihr hier so rüberschieben. Und das sieht ihr jetzt hier, seht ihr? Das kann ich so hin und her bewegen. Also ist da oben in der Ecke der Eimer. So, schauen wir doch mal, ob ich richtig geraten habe. Jawohl. Ein Eimer und dann haben wir hier den Fischer. Jetzt kommen wir zum Einbrecher. Ist eigentlich auch sehr einfach zu ertasten. Am
schnellsten geht das, wenn ihr euch das Brecheisen hier nimmt. Das wäre hier das. So, ich habe es eben schon mal ertastet. Wo war es jetzt? Hier ist es, genau. So, hier haben wir das Brecheisen. Da seht ihr jetzt schon die Form. Hier vorne gebogen und hier hinten dann so länglich. So, schauen wir mal, ob ich richtig liege. Da ist es. Da ist das Brecheisen. So, jetzt kommen wir zu dem Ritter. Ich nenne ihn mal Ritter Rot. Ist gar nicht mal so einfach. Der Ritter Rot und der Ritter Grün haben nämlich dieselben Schilde. Aber der hat eine Picke und die lässt sich auch sehr einfach ertasten, weil sie ziemlich lang ist und hier oben dann noch einmal nach links und nach rechts geht. Und das wollen wir doch jetzt mal schauen. Ich habe das hier mal schon vorbereitet. Genau, hier haben wir schon mal die Picke. Da seht ihr, die fängt hier an, geht hier entlang bis hier oben hin. Und dann könnt ihr die ertasten. Das ist jetzt hier der untere Bereich. Seht ihr, die geht hier einmal spitz noch rüber und dann auf der anderen Seite. So, schauen wir mal. Jawohl, ja, hier ist sie. Einmal die Picke. Kommen wir zu dem Wikinger hier. Super simpel einfach. Der hat nämlich als einzigster einen runden Schild. So, und den habe ich schon. Genau, hier ist er. Einmal runder Schild. Den könnt ihr dann super ertasten. Zeige ich direkt. Und da ist er schon. Kommen wir zum Schützen. Das wäre der hier. Auch gar nicht mal so einfach. Nimmt das Gewehr hier. Und zwar, das ist länglich. Dann habt ihr hier den Griff. Und dann nach vorne hin spitz. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe es eben schon mal hier so ein bisschen ertastet. Ihr seht auch, das ist nichts gefaked. Die sind alle noch luftdicht verpackt. Man kann das auch leicht an dem Säbel. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Säbel. Seht ihr? Der ist so ein bisschen gebogen. Und dann hier ist der Griff. Das wäre jetzt der Säbel. Aber ich will eigentlich das Gewehr zeigen. Man muss auch manchmal so ein bisschen schütteln, damit sich das Ganze verteilt. Am einfachsten ist es immer, wenn ihr die Sachen hier unten oder oben hin macht. So leicht zeige ich, finde ich jetzt nicht. Ich suche das Gewehr und find's nicht. Ist das ein Mist? Ich schüttel noch ein bisschen. Wo ist das Gewehr? Das ist ein Armer, hier ist das Gewehr. So, ich hab's gefunden. Hier ist es. Das Gewehr, länglich. Hier vorne. Ne, das ist unten und das müsste oben sein. Weil hier ist dieser Griff manchmal. Wir schauen jetzt mal rein, ob ich richtig liege. Jo, so, wir haben einmal das Gewehr und ihr könnt auch nach dem Griff suchen, ach, nach dem Griff, nach dem Säbel suchen, das ist dann eigentlich noch ein bisschen einfacher. Jetzt kommen wir zu diesem, ich glaube, Geheimagent soll das sein. Da habe ich mir richtig schwer getan, den zu ertasten. Aber ist eigentlich ganz einfach. Der hat hier vorne so eine grüne
Ja, Tasche umhängen oder was das sein soll, Digitiergerät, irgendwas eben. Und da ist ein Band drum, so ein grünes. Und das kann man eigentlich relativ einfach ertasten. Das ist nämlich, schwer zu zeigen jetzt, genau hier. Da ist dieses Band. So, lang und dünn. Wir schauen und aufpassen, dass ich das nicht zerschneide. So. Jawohl. So, da ist es. Na, komm raus. Und das kann man sehr einfach dann ertasten. So, jetzt kommen wir zum Pirat. Dieser, jener, welcher hier. Eigentlich auch einfach versucht, den Piratenhut zu ertasten. Und zwar, der liegt hier oben schon in der Ecke, der ist nämlich spitz. So, seht ihr? So ist die Form vom Piratenhut, sieht aus wie so ein Malerhut und den kann man prima dann ertasten. So, und da ist er schon, der Piratenhut. Jetzt kommen wir zum Footballer. Eigentlich auch sehr einfach. Der hat so einen Helm auf. Dürfte aber nicht verwechseln mit dem Helm vom Astronauten hier. Der ist nämlich jetzt rund und hat hier vorne eine Öffnung. So, hab's da schon ins Eckle reingemacht. Das hier ist jetzt der runde Helm. Und hier vorne, das kann man leicht ertasten. Da könnt ihr so ein bisschen mit dem Daumen reindrücken. Also müsste jetzt da der Helm sein. Jawohl, und da ist er auch schon. Jetzt kommen wir zu dem Zauberer. Das wäre der hier. Der hat so einen langen Zauberstab hier mit einem Stiel und hier oben so ein bisschen, zackig, sage ich mal. So müsste dann. Das mal hier schon so vorbereitet. Hier haben wir den langen Stiel. Der geht bis hierhin, wo mein Daumen ist. Und hier ist dieses Zackige. Das seht ihr hier zum Beispiel, wenn er das jetzt ertastet. Hier ist die Spitze. Ja, lange Spitze. Und dann auf der anderen Seite ist nochmal so eine Spitze. Jetzt gucken wir nochmal rein, ob das der Zauberstab ist. Jawohl, ja, da ist er. Ups, weg mit dir. Der Zauberstab vom Zauberer. So, und jetzt kommen wir zur zweitletzten Figur. Das wäre dieser, sag mal, Astronaut. Hier auch wieder sein Schießgewehr. Besonders hier vorne, ich sag mal, das Magazin. Und das Nippeschen hier. Das kann man eigentlich auch leicht ertasten. Ich habe das mal hier schon hingelegt. Das ist der Griff hier hinten. Das seht ihr ja. Dann haben wir hier das Magazin. Und hier vorne ist dann dieses kleine Spitzchen. Seht ihr? So, gucken wir mal, ob ich recht habe. Jawohl, da haben wir es schon. Der Ballermann. Und habt ihr gesehen, schalt so rum. Griff, hier ist Magazin und dann das Spitzchen. Das kann man eigentlich ganz gut ertasten. So, einen haben wir noch, und zwar den Ritter in Grün. Der hier kann man schnell verwechseln mit Ritter in Rot, weil die dieselben Schilde haben. Aber der in Rot hat diese lange Picke und der hat ein Schwert. Also hier ein längliches Teil und dann habt ihr hier am Schluss so ein Kreuz. So, zeige ich mal. Also das ist mehr, ist länglich, aber mehr flach. Fängt hier an, wo mein Daumen ist, geht dann bis hierhin und hier seht ihr so ein bisschen jetzt die Form von dem Kreuz.
So, ja, gucken wir mal rein, ob das der Ritter in Grün ist. Der Hammerschwert. Und so schaut's aus. Also länglich. Und dann könnt ihr hier so schön das Kreuz ertasten. Nicht zu verwechseln halt mit dem Schild. Und da habe ich sie alle mal aufgebaut. Ich habe mich nur 1, 2, 3 Mal vertan. Also 15 Päckchen habe ich gekauft. Das ist aufgemacht. Da habe ich gedacht, da wäre der Zauberer drin. Und hier sind 2 von diesen Schützen. Habe ich gar nicht erst aufgemacht. Die verschenke ich. Ja, so schauen sie aus. Die ganzen Figuren, die habe ich ja eben nochmal gezeigt. Sind sehr gut verarbeitet. Halt Playmobil typisch. Da habe ich eigentlich gar nichts zu beanstanden. Hier mal die beiden Ritter. So, einmal der und einmal der andere. Ja, da kann man ja so ein bisschen Probleme bekommen. Die haben ja fast die gleichen Schilde. Könnt ihr dann nur ertasten halt anhand der Waffen. Hier hat er so eine Picke und der hat hier so ein Schwert. Des Weiteren, was war noch ein bisschen schwieriger? Eigentlich sonst so keine. Doch, ja, nee, der war ja einfach, habe ich ja gezeigt. Der hat ja so einen Schlauch hier. Ansonsten, hier super einfach, der Fischer anhand des Eimers. Da ist der Griff nämlich beweglich. Und ansonsten, okay, vielleicht könnte man den Footballer noch mit dem Astronauten hier verwechseln, weil die halt beide offene Visiere haben. Aber den Ball, den kann man einfacher tasten und dann halt hier diese Laserwaffe. Ja, und die anderen Figuren waren eigentlich sowieso einfach. Der Polizist ist so meine Lieblingsfigur, weil den kann man so super einfach ertasten. Das ist nämlich die Kelle. Ja, das war es auch schon wieder gewesen. Bevor ich jetzt Tschüss sage, noch ein paar Infos für euch. Mein nächstes Playmobil-Video wird dieser Lösch-Rettungskreuzer plus die Rettungsinsel und hier so ein kleiner Unterwassermotor plus der Unterwassermotor mit der Fernsteuerung, den habe ich noch von dem Piratenschiff über. Das zeige ich als nächstes. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich wollte mal so ein bisschen auf den Ententeich mit rumdüsen. Hier haben wir noch den Playmobil-Katalog von 2015. Ein paar Sachen kommen ja noch. Ich zeige auf jeden Fall, wenn nicht sogar alle, Adventskalender. Dann, jo, sehr, sehr genial. Die ganzen Raumschiff-Sachen, die kaufe ich alle. Plus einmal Eishockey kommt Ende August und das hier Ende September. Und hier freue ich mich besonders drauf. Genau, die ganzen neuen Piratensachen, die würdet ihr alle auf meinem Kanal sehen. Dauert aber wieder ein bisschen, auch hier Anfang September, da kommt das neue Piratenschiff. Also, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr die Videos auf keinen Fall. Und dann zeige ich euch noch das ganz neue seit dem 18.06.2015 erhältliche Amazon Fire D6 Tablet in der Kids Edition. Heute ist glaube ich der 21.06. Das hat ja so eine Schutzhülle hier drumherum und soll dadurch unempfindlicher gegen, sag mal, herunterfallen oder Stürze sein. Amazon sagt sogar, wenn es kaputt geht in einem bestimmten Zeitraum, bekommt das ersetzt. Das werde ich mal ausprobieren, denn ich schmeiß das mal so ein bisschen durch die Gegend, dann schauen wir mal, wie stabil das Ganze ist. Des Weiteren zeige ich euch noch das Sunshine Hotel. Sieht aus wie Lego, ist aber kein Lego, sondern ist aus China. Da habe ich auch meine ganzen Minifiguren her, die ich euch schon mal alle vorgestellt habe. Es müssten bald so um die 260 Stück schon gewesen sein. Fand ich aber ganz, ganz toll. Sind über 600 Teile. Mache ich ein schönes Stop-Motion-Video und ich denke mal, das sieht nachher richtig klasse aus. Deswegen, wie eben schon gesagt, lasst mir ein Abo da. Das war der Test-Michel von YouTube. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.